Manuel Neuer haben es vorgemacht. Sie sind Legenden. Jetzt ist Johannes dran. Kann er in 48 Stunden zu einem guten Torwart werden? Aua! Jawohl! Ja! Hallo bei Kann es Johannes. Es gibt ja diese großartige alte Sepp Herberger-Regel beim Fußball, nämlich das Runde muss in das Eckige. Wobei einer was dagegen hat, nämlich der Torhüter. Klingt nach einer spannenden Aufgabe für mich. Ich gebe zu, da war jetzt ein kleiner Trick dabei, aber in 2 Tagen möchte ich das hier oder sowas ähnliches können. Und den richtigen Trainer dafür, den habe ich schon. Hallo, ich heiße Ben, bin 11 Jahre alt und spiele seit 2 Jahren als Torwart bei Fortuna Düsseldorf. Das Tollste am Torwart sein ist der Druck. Denn ein einziger Fehler kann ein Spiel entscheiden. Wenn ein Ball durchrutscht, ist man der Depp. Und wenn man einen schwierigen Ball fängt, ist man der Held. Als Torwart braucht man vor allen Dingen Reflexe, Mut und fußballerisches Können. Und das habe ich. Mit meiner Hilfe kann es Johannes schaffen. Hier spielt gerade die U12 von Fortuna Düsseldorf gegen Alemannia Aachen. Und der Mann in Neongelb, das ist Ben. Mal gucken, wie es steht. In nur 2 Tagen muss sich Johannes einer kompletten Fußballmannschaft stellen. Alle 11 Kinder haben je einen Schuss aus vollem Lauf und anschließend noch einen Elfmeter. Nach insgesamt 22 Torschüssen muss Johannes mindestens 10 Bälle gehalten haben. Nur dann ist die Herausforderung bestanden. Hi, ich bin Johannes. Hi. Sag mal, Ben, warum bist du ausgewechselt worden? Ich bin ausgewechselt worden, weil wir in der U12 noch rotieren. Das heißt, ihr wechselt euch ab? Ja. Also nicht, weil du so schlecht gespielt hast, sondern weil jetzt jemand anderes dran ist, der sonst nicht zum Einsatz käme? Ja. Wo steht ihr gerade in der Tabelle? Nicht so ganz gut. Aber das Ding bringt ihr nach Hause? Ja. Unter anderem wegen deiner guten Torwartleistung? Weiß jetzt nicht, ob die so gut war. Und bescheiden ist mein Trainer auch noch. Beim Trainingsplan war Ben weniger bescheiden, denn der hat es in sich. Am ersten Tag lernt Johannes alles über die Torwartzonen im 16-Meter-Raum. Anschließend übt Johannes die Verhaltensweisen in der Standzone und in der Kippzone. An Tag 2 wird gehechtet. Johannes lernt alles Wichtige über die Abdruckzone. Abgeschlossen werden die 48 Stunden mit 11-Meter-Schießen und dem Ballangriff. Also 11-Meter-Schießen sagt mir ja noch was, aber Kipp- oder Standzone habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Das ist modernes Torwartspiel und das bringe ich dir bei. Gut, dann ist jetzt der Zeitpunkt für die wichtigste Frage dieser Sendung gekommen und die ist... Kann es Johannes? Das ist dein neues Zuhause. Hallo, neues Zuhause. Sehr schick. Außenrum ist der 16-Meter-Raum. Hier, das ist der 5er. Weißt du, was ich ein bisschen komisch finde? Im Fernsehen sieht so ein Tor viel kleiner aus. Und jetzt? Wie viele Meter sind das? 1, 2. Ich kann es dir leichter machen. Das sind 7,32 Meter. 7,32 Meter? Ja. Da braucht man doch wahrscheinlich als guter Torwart so einen super Torwartinstinkt, dass man immer an der richtigen Stelle steht, um es gut zu verteidigen. Nee, wir sind weg vom reinen Torwartinstinkt-Spiel. Wir haben Zonen. Und welche Zonen sind das? Ist das jetzt der 5-Meter-Raum und der 16-Meter-Raum? Nee, es gibt 3 Zonen. Da, zwischen Eck und Auslinie, ist die Zone 1. Okay. Auch auf der anderen Seite. Dann die Zone 2 ist von hinten, vom Strafraumeck bis zur Kante des Kreises und das, was übrig bleibt, ist Zone 3 in der Mitte. Und was macht man mit den Zonen? Damit man mit dem richtigen Stellungsspiel das Tor verkleinern kann. Mit einer Säge oder was? Nee, ich zeig dir mal, wie das geht.
Ben, das sieht sehr gut aus, aber was ist das? Das hier ist die mögliche Flugbahn in Zone 1. Aha. Ja, hier ist das Tor kleiner. Nee, das Tor ist noch genauso groß. Nee, das zeig ich dir jetzt mal. Das verstehe ich nicht. So, wenn du jetzt auf dem sicheren Abstand stehst, ist das Tor nur noch 2 Meter groß. Was ist der sichere Abstand? In Zone 1 ist der sichere Abstand von der Tormitte 4 Meter in Richtung des Balles. Guck dir das mal eben aus der Ballperspektive an. Okay. Guck, hier kann ich beide Winkel ganz einfach im Stehenbleiben abdecken. Deswegen heißt die Zone Standzone. Standzone klingt gut, weil Stehenbleiben, das kann ich schon mal. Klein ist ja jetzt das Tor schon mal, aber wie fange ich am besten den Ball? Gibt es eine Technik? Ja, zeig ich dir mal. Du nimmst die Hände. Ja. Und bildest so ein Dreieck am Ball. So, okay. Ja, so. Komm, das üben wir jetzt mal. Okay. Wir werfen von unten so. Von unten hoch. Hier mit dem Dreieck fangen. Mhm. Aber erstmal muss ich wieder richtig hinstellen und nicht so wie so ein Schluck Wasser. Ach so, das war Hände vor den Bauch? Ja, Körperspannung. Ja. Und wir machen als erstes den Fanggriff oben. Fanggriff oben. So das Dreieck. Okay. Jetzt machen wir den Korbgriff. Korbgriff? Dabei fängt man den Ball so, presst ihn an den Körper, macht die Ellenbogen zu und kippt so über. Und das nennt man Dach zu machen, damit der Ball auch gar nicht mehr rauskommt. Okay. Dach runter. Wieder in die Grundstellung kommen. Dach zu. Jetzt, wenn der Ball flach kommt. Das ist eigentlich wie der Korbgriff. Nur jetzt machst du eine Rampe auf den Boden und lässt es hochlaufen. Jetzt hast du das Knie vergessen. Ja, genau so. Jetzt kommen wir mal, kommen die Bälle ein bisschen schärfer und ich schieße sie. Okay. Fast hochrollen lassen. Ah, Mann, ey. Dein rechtes Knie will nicht runter. Super, aber fangen. Fangen ist wichtig, weil man ohne Fangen entweder dem Gegner den Ball zurückgibt oder eine Torchance ermöglicht. Genauso, das war jetzt Zone 1, das hast du schon ganz gut drauf. Danke. Und jetzt musst du auf Zone 2 gehen. Es ist echt krass, was es ausmacht, wenn der Stürmer nur ein paar Meter von der Zone 1 in Zone 2 kommt. Auf einmal ist das Tor viel, viel größer. Und das heißt ja dann für mich als Torwart, ich muss eine ganz andere Technik anwenden, um die Bälle abzuhalten. Stehen bleiben reicht jetzt hier nicht mehr aus. Jetzt müssen wir abkippen und das geht so. Und was ist, wenn jemand in den Winkel schießt? Dann strecken wir uns und rollen uns ab. Okay. Das ist echt verblüffend, muss ich wirklich sagen. Also. Abkippen. Machen wir als erstes? Ja. Gut. Du fällst auf den Arm. Ja. Wenn du auf den Arm fällst, dann nimmst du dir selber Tempo. Das Abkippen ist etwas, was total gegen meine Intuition ist. Ich lasse mich doch nicht absichtlich hinfallen. Oh, schon wieder auf die Hand. Wieder direkt auf die Hand gefallen. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass ich mir weh tue. Und schon wieder. Aua, wieder aua. Auf die Hand. Angst ist gar nichts Schlimmes. Man muss die Angst eigentlich nur überwinden. Und wenn man das schafft, dann hält man fast alles. Ja, fast. Ja, fast. Ja. Ich bin Ben total dankbar, dass er so kleine Schritte mit mir macht. Immer so eine Vorübung, dann ein bisschen schwieriger. Und dann erst an die richtige Übung ran. Ich glaube, sonst hätte ich kaum eine Chance, das hinzukriegen. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt rankomme. Scheiße, Mann. Ey, dass das so schwer ist, hätte ich nicht gedacht. Oder stelle ich mich gerade blöde an? Nee, du stellst dich gar nicht blöd an. Nur du versuchst entweder nur mit einer Hand hinzugehen, ja, oder deine Hände arbeiten gegeneinander. Das ist echt schwer. Voll in die Streckung, nebeneinander und dann noch festhalten, ne? Ja. Nochmal, komm, gib mir noch eine Chance. Das war gut. Also ich finde es super, dass Johannes meine Tipps annimmt und immer besser wird. Ja!
Geil, das ist ein gutes Gefühl. Sehr gut. Das war der erste Trainingstag. Das war's, ja. Und morgen geht's weiter mit Zone 3 und zu Elfmeterschießen. Ich bin gespannt. Gut, dann ab in den Feierabend. Nee, wir müssen erst noch die Sachen aufholen. Okay, klar, natürlich. Stange mit und unser Zauberband. Dieser Wunderstürmer von der Fortuna zielt auf das rechte Eck. Was macht Büchse? Hält ihn! Ja! 1A abgekippt. Den hat er, den hat er. Hey! Komm rein, es ist sehr gut, dass du da bist. Da kannst du dich nämlich gleich selber spielen. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht, damit du morgen nicht mehr so hart fällst. Das ist eine Unterhose, die ziehst du unter deine Torwarthose. Und die hat hier so Teile. Ach, das sind wie Polster, ja? Ja. Sieht aber auch schon so ein bisschen aus wie so eine Seniorenunterhose, ne? Ja, aber tragen auch viele Torhüter. Ja, das ist jetzt nicht nur für Memmen wie mich? Nee. Geil, danke Ben. Ich brauche dich aber jetzt auch hier auf dem Spielfeld. Geh auf Position. Du warst ja früher Mittelstürmer. Jetzt zeig mal, ob du das noch kannst. Sicherer Abstand der Büchs, haben sie alle Techniken gelernt und Zone 1 Schuss. Ah, der wollte das kurze Eck treffen. Was macht denn dieser Ben? Was macht er? Was macht er? Geht er in den 16? Oh! Nein, Büchs sah da ganz alt aus. Der hätte abkippen müssen. Tor aus Zone 2. Nochmal. So, das ist jetzt noch Zone 2 von gestern. Mhm. Die haben wir aber schon abgeschlossen. Und jetzt geht's in Zone 3. Okay. Wie groß glaubst du, ist jetzt das Tor? Naja, jetzt sind wir in Zone 3, stehen also direkt vor dem Tor. Dann ist das Tor 7,32 Meter. Das glaube ich nämlich nicht. Wie bitte? Das ist Tor kleiner als 7,32 Meter? Ja. Aber wieso? Ich meine, es ist doch. Wir sind doch direkt davor. Ja, aber du stehst ja nicht auf der Linie. Ah, der sichere Abstand. Ich stehe weiter vorne. Und dadurch ist es dann nicht mehr so breit. Na klar. Dann schau dir das mal aus der Ballperspektive an. Okay. Jetzt sind wir in der Zone 3. Hier hilft Abkippen nicht mehr. Und was machen wir stattdessen? Stattdessen schieben wir raus. Erst einen aktiven Schritt, runtergehen und rausschieben. Krass, du bist voll am Pfosten. Ja. Und was mache ich, wenn der Ball nicht tief kommt, sondern hoch? Das machen wir gleich. Jetzt fangen wir erstmal an zu trainieren, wenn die flachen Bälle kommen. Shit. Ah. Ah. Jo, du fällst so. Ja. So kriegst du keine Weite hin. Und das ist eine Bahnschranke. Das ist eine Bahnschranke? Ja, wenn der Ball jetzt festgeschossen wird, geht er unter dir durch, weil du zu langsam bist. Und was soll ich stattdessen machen? Du solltest... Ah, deswegen heißt es schieben? Ja, über dem Boden bleiben. Also runter und dann zack. Ja. Okay, nochmal. Das ist ein bisschen bitter, wenn man sieht, oh Gott, das sieht bei mir so aus. Und auf der anderen Seite ist es total hilfreich, weil ich kapiert habe, ah, das muss viel runder sein. Und ich darf eben nicht die Bahnschranke machen, sondern muss schneller runter auf den Boden. Also das war schon eine gute Methode, um mir klarzumachen, was ich besser machen muss. Jawohl, der war richtig gut. Danke, Ben. Aber die Bälle kommen jetzt nicht nur flach, sondern auch hoch. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf den Rasen, weil sonst tut das trotz der Unterhose total weh. Ich war so glücklich, dass wir endlich auf dem weichen Rasen waren, weil es ja da nicht so weh tut. Das Problem ist nur, wenn man da falsch aufkommt, tut es auch weh. Jawohl. Aua! Abschwung. Ich habe Angst vorm Springen. Springen tötet sich nicht. Wenn du dich traust, 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 dann denkt der Körper automatisch, es tut nicht mehr weh, ich springe. Okay. Ich habe noch so ein Sicherheitsbein, ne? Ja. Scheiße. Schaffst du jetzt. Das Tolle war, dass Ben so dran geblieben ist. Und irgendwann hatte er bei mir den Knoten platzen lassen. Dann habe ich mich getraut zu springen. Und das war auch ein richtig gutes Gefühl. Ich kam an den Ball dran. Ich konnte mich halbwegs gut abrollen. Es hat nicht ganz so weh getan. Und das ist, da geht dir das Herz auf als Torhüter. Du springst jetzt ab. Hey. Tut's weh? Nee, es geht. Das war jetzt schon sehr gut, Johannes. Und das ist genau die gleiche Technik, die du für den zweiten Teil der Challenge brauchst. Das Elfmeterschießen. Ach, das heißt hechten? Ja. Und schieben ist das, was ich beim Elfer machen muss? Gib mir mal einen Moment, ja? Ich bin gleich da. Johannes, komm ins Tor. Eine Sekunde, ich komm gleich. Komm, schieß mal! Das nützt dir nicht wirklich viel. Pass auf! Ja! Ich sag dir!
Wenn du jetzt keine Tore mehr schießt, dann habe ich die in der Challenge an. War auch gar keine schlechte Idee, aber 7,32 Meter musst du halt nicht mit den Teilen abdecken, sondern mit deiner Sprungkraft. Du musst jetzt abspringen, anders klappt's nicht. Ohne Springen geht's nicht. Nee. Scheiße. Runter, rausschieben. Ah, schade. Ich war doch da. Schade. Oh. Fast dran. Wenn du da nach vorne gesprungen wärst, du hättest denn sowas schon gehabt. Okay. Jawohl, das ist der erste gehaltene Elfmeter. Ja! Sehr gut. Hast du gesehen? Ja, das fühlt sich richtig gut an. Ja! Wenn das in der Herausforderung klappt. Also, wir haben jetzt die ganze Zeit Distanzschüsse trainiert. Ja. Aber im Fußball kann es ja auch passieren, dass der Gegenspieler einfach auf dein Tor zuläuft. Ja. Da musst du dann anfangen rauszulaufen. Während wir hier jetzt nach vorne gehen, merkst du ja, das Tor wird kleiner. Ja, das sind die Linien von der Zauberschnur, ja, ne? Ja. Also jetzt ist das Tor nur noch so groß. Ja. Wann ist denn für mich der richtige Zeitpunkt, um rauszurennen? Wenn der Spieler kurz über der 16-Meter-Raumlinie ist. Und das trainieren wir jetzt. Ballangriff? Ja. Scheiße. Und wenn ich hier vorbeigehe, du darfst nicht so runterkommen. Entweder du läufst so mit über Kreuz. Ja. Oder du tauchst runter und hast den Ball. Okay. Scheiße! War ich nicht schnell genug? Doch, du warst viel zu schnell. Ja! Du wolltest doch einen Elfer schinden. Nee, das war sehr gut. Genau so. Geil. Genau so. Das war ein Ballangriff? Ja, das war ein Ballangriff. Es ist am zweiten Tag nicht einfacher geworden. Ne? Und ich glaube, jetzt mit den ganzen Infos, die ich aus dem ersten Tag noch gelernt habe und auch behalten muss, werde ich morgen auf dem Platz stehen mit so einem Kopf. Aber je größer der Körper, desto weniger Fläche frei für die Schützen. Danke, Ben, es hat viel Spaß gemacht. Ein tolles Training heute, danke. Der Tag der Herausforderung. Johannes muss sich einer kompletten Fußballmannschaft stellen. Von 22 Torschüssen muss Johannes mindestens 10 halten. Nur dann hat er die Herausforderung geschafft. Und wie geht's dir so? Ey, ich bin nervös, ey. 11 Gegner, so viel hatte ich noch nie. Ja, ist schwer, aber du schaffst. Danke, Ben, dass du an mich glaubst. Da kommt die Mannschaft. Die sehen ja schon ein bisschen torhungrig aus, ne? Ja. Die rote Meute. Ja. Die Jungs, die da stehen, die spielen jeden Tag Fußball, die können das. Und die werden mich richtig nass machen, wenn ich nicht hochkonzentriert bin. Und schön daneben schießen. Oh Mist, ich glaube, das meinen die nicht. Rüber, 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 rüber. Stark, Johannes! Ja. Genau so, komm, wieder in die Mitte, wieder in die Mitte. Das war ein richtig gutes Gefühl. So den ersten Ball gleich haben, dachte ich, ja, so kann's losgehen. Oh, scheiße. Fuß raus, aber sonst gut, komm. Ja, war gut. Ja, zwei. Drei, Johannes! Ja. Zack, einen abgewehrt, zack, den nächsten abgewehrt. Hier lasse ich nichts rein. Das ist einfach wahrscheinlich das Größte, was du spüren kannst als Torhüter. Fuß! Aber sonst gut, komm!
Sonst nicht mit Fuß so, mit der Hand. Ballangriff. Mist. Johannes, komm, komm. Vor, du musst schon lange vor. Acht. Ja! Ben, Mann. Acht Stück, oder? Ja, sehr gut, perfekt. Jetzt noch zwei Dinger. Dann haben wir die Challenge gewonnen, aber beim Elfmeterschießen, ganz wichtig, du musst dich schmeißen, sonst klappt es nicht. Schmeißen? Ja. Okay, schmeißen. Beim Elfmeter musst du ja als Torhüter auf der Linie stehen. Und das heißt, du kannst das Tor nicht verkleinern. Du kannst dich nicht weiter nach vorne bewegen und dem Schützen es schwieriger machen, indem du das virtuelle Tor kleiner machst. Und auf einmal ist das Tor riesengroß. Gut. Aber ich war dran. Scheiße. Guck mal auf den Ball. Okay. Nein, Mann! Mann! Ich habe mich so geärgert über mich selbst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum? Warum springe ich da nicht weit genug? Oder jetzt die falsche Ecke, das hätte ich doch sehen müssen. Ich war sehr unzufrieden mit mir. Ja! Jawohl! Jawohl! Ich war so dankbar, dass das passiert ist, weil ich dachte, ja, man darf auch mal Glück haben und jetzt nur noch einen raushalten. Früher, du musst früher springen. Komm, Jungs, komm. Nein! Jungs, komm! Jungs, letzte Chance, bitte, komm. Machst du, hältst du. Ich sag dir die Ecke. Links. Ben hatte gesehen, dass der Schütze links schießt und sagte noch, Johannes, ich glaube, der kommt links, spring links. Und das habe ich gemacht. Den hätte ich haben können. Es darf nicht wahr sein, oder? Scheiße. Ben, ey, den hätte ich haben können den letzten. Ja. Mann, wie knapp war das denn? Oh Mann. Aber deine Jungs sind richtig gut. Ja. Komm her. An dir lag's nicht. Super Trainer. Danke, Ben. Ich fand's sehr hart, weil von seiner eigenen Mannschaft besiegt zu werden, ist schon hart, aber Jonas und ich haben gut trainiert. Es waren gute zwei Tage und ich war stolz auf ihn, auch wenn wir es nicht geschafft haben. Trotzdem hat er es sehr gut gemacht. Ich war richtig enttäuscht, dass ich das nicht geschafft habe, weil es ja so kurz davor war. Aber als ich dann gesehen habe, wie Ben drauf ist und wie sehr der mitgelitten hat, dann hat es mir noch viel mehr wehgetan. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Sauber. Sehr gut. Und ich hätte dich fast gehabt. So sehen Sieger aus. Herzlichen Glückwunsch. Deine Jungs. Ben, vielen Dank. Ich habe so viel gelernt in den letzten 48 Stunden. Und ich weiß, da draußen sind einige, die sagen, Johannes, wenn ich so einen guten Trainer gehabt hätte wie du, dann hätte ich jeden Elfer gefischt. Ich könnte das viel besser. Und ich möchte, dass ihr das unter Beweis stellt. Werdet einfach Torhüter, holt euch alle Tipps dazu auf kannesjohannes.de. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz oder spätestens das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Kannes Johannes.